A good or bad outcome of a harvest is largely determined by rainfall and temperatures during the vegetation phase of the plants. Especially in warm and humid weather in spring, feeding insects, viruses and fungi multiply rapidly, and a farmer has to take care of the health of his plants. This is precisely what will be a challenge for agriculture in the future, as politicians are setting new framework conditions for the use of plant protection products. Ludwig Lermer is a farmer, and he is looking for solutions that are both sustainable and efficient. Wirkstoffe sind schon weggefallen, Wirkstoffe werden in Zukunft durch auslaufende Zulassungen wegfallen. Und mein Werkzeugkasten, um zielgerichteten Pflanzenschutz zu betreiben, wird kleiner, wird enger. Und das macht das Ganze nicht einfacher. Die Zukunft sehe ich hier nicht rosig. Wir werden Pilzbefallsereignisse haben, vielleicht auch sehr große haben. Wenn uns der chemische Pflanzenschutz nicht zur Verfügung steht, braucht man andere Lösungen. Eine Lösung kann die Pflanzenzüchtung bieten, um einfach angepasste Sorten anzubieten. And this is where breeders like Stefan Streng come into play. His task is to breed exactly those varieties that are tolerant to fungal attack, but at the same time produce stable yields. What sounds so simple is an extremely tricky and lengthy matter. But for some time now, new methods have been available that open up completely new possibilities. CRISPR is the acronym for one of these methods, which is believed to revolutionize many areas of life sciences. Hier stehen wir vor einer Sorte, eine ganz moderne Sorte, kurzstrohig, ertragreich und eigentlich genau die Sorte, die der Landwirt heute haben möchte. Die Sorte hat nur ein Problem, ihr fehlt die Pilzresistenz. Wir sehen das an den Blättern, die abgestorben sind. Hier hat der Pilz schon stark zugeschlagen. Schauen wir auf die Sorte daneben, dann sehen wir eine gesunde Sorte. Sie hat aber auch einen gravierenden Nachteil. Sie ist extrem langstreuig. Das ist eine Eigenschaft, die der Landwirt nicht schätzt. Das heißt, wir haben hier eine Sorte mit fehlender Pilzresistenz und hier eine mit Pilzresistenz. Im klassischen Bereich würden wir jetzt die beiden Sorten kreuzen und in den Nachkommen die kurzstreuige, intensive Sorte mit der Pilzresistenz suchen. Das dauert aber im Schnitt 10 bis 12 Jahre. Mit neuen Züchtungsmethoden könnten wir innerhalb von 3 bis 5 Jahren diese Resistenzeigenschaft in die sonst sehr ertragreiche Sorte überführen und hätten dann genau den Wunschtyp, den der Landwirt braucht. But there is a catch to the application of the new methods. The European Court of Justice ruled that plants produced using CRISPR and co. be classified as GMOs, and their authorization therefore falls under genetic engineering legislation. A decision that meets with experts' criticism. CRISPR offers the possibility of modifying plants in such a way that, in the end, they cannot be distinguished from classically bred plants. Nearly 60 plant breeders have now joined forces in a project. The aim is to use CRISPR to breed a wet that is tolerant to a wide range of fungal infestations, and which would enable the farmer to significantly reduce the use of fungicides in cultivation. Work started in the laboratory of one of the participating breeding companies at the beginning of 2020. A gene that plays an important role in fungal defense in wet was identified in advance, and this gene is now to be improved in a targeted way. Die Projektidee ist, dass wir eine neue Toleranzquelle gegen pilzliche Erkrankungen im Weizen schaffen wollen. Weizen nutzt seine eigenen Abwehrkräfte nur vorübergehend zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten aus. Durch Regulatorgene wird die Pathogenabwehr des Weizens relativ schnell wieder reduziert. Wir wollen jetzt ein entsprechendes Regulatorgen durch Genomeditierung inaktivieren und dadurch die Weizenpflanze in die Lage versetzen, eben die eigene Abwehr länger und intensiver zu nutzen. Das Schöne an diesem Ansatz ist, dass wir eben eine multiple oder mehrfache Toleranz erwarten, die eben gegen mehrere Pilzerkrankungen des Weizens wirksam ist, wie Gelbrost, Braunrost, Septoria-Blattflecken und Fusariosen. At the beginning, wet grains are freed from their husk, so that the growth zone of the grain is exposed.
Wir übertragen in die Wachstumszone des Weizenkorns eine Genschere, die sehr präzise an einer von uns vorgegebenen Stelle des Weizengenoms halt ein Gen inaktiviert. Aus dieser Wachstumszone heraus entwickelt sich dann eine vollständige Pflanze. Dieser Charme unseres Ansatzes liegt halt darin, dass wir aus der Wachstumszone eine komplette Pflanze bekommen, die von uns eingesetzte Genschere aber eben von der Pflanze selber halt abgebaut wird und in der später reifen Pflanze halt nicht mehr anwesend ist. After the gene change has taken place, the plants go to the greenhouse, where they produce seeds. And the following generation is then infected with fungi to test tolerance. Und dann geht es natürlich weiter, wie stark ist diese Toleranz? Also haben wir wirklich auch diesen Einspareffekt im Pflanzenschutzmitteleinsatz? Das ist der Bereich, den wir auch messen müssen, den wir darlegen müssen, weil nur dann haben wir ja auch die Wichtigkeit dieser Eigenschaft unter Beweis gestellt. Daneben gibt es aber noch einen ganz anderen Bereich und das ist der rechtliche Aspekt. Wir arbeiten bisher sehr stark im Sortenschutz. Mit den neuen Züchtungsmethoden bewegen wir uns aber auch in dem Bereich des Patentschutzes. Und hier geht es darum, zum einen diese Technologie zu ermöglichen in Europa, aber zum anderen auch die rechtliche Rahmenbedingung für uns als Züchtungsbranche zu setzen. Fairen Zugang für alle Unternehmen, egal ob groß oder klein, ob multi-international oder ein lokaler Züchter. Und dann eben auch faire Bedingungen, das heißt, wenn hier Patente wirken, dass die auch angemessen vergütet werden und kein Ausschlusskriterium sein dürfen für die Anwendung, egal welcher Züchter das tut. Initial work is progressing promisingly. Concrete statements on strengthening fungal tolerance are expected for summer 2021. The results must then be verified in the field.